Reaktion auf die Ankündigung von Angela Merkel, sich gegen Fahrverbote in Großstädten einsetzen zu wollen. Jetzt von der Grünen-Chefin Annalena Baerbock und dem parlamentarischen Geschäftsführer der AfD, Bernd Baumann. Wir haben heute vor allen Dingen uns mit Hessen über die Frage der Dieselnachrüstung ausgetauscht, mit Tarek Al-Wazir, weil es ja letzte Woche im Bundesrat eine erfolgreiche Initiative gerade von Hessen gegeben hat, wo der Bundesrat die Bundesregierung aufgefordert hat, endlich die Grundlage dafür zu schaffen, dass es Hardware-Nachrüstung auch geben kann, dass die Autos, die nachgerüstet sind, auch zugelassen werden. Und umso mehr hat uns dann gemeinsam verwundert, dass es jetzt einen neuen Vorstoß gibt von Seiten der Bundeskanzlerin, dass sie anstatt an den Hardware-Nachrüstungen zu arbeiten, was die klare Ansage des Bundesrates war und auch klare Ansage von Städten wie hier in Berlin, aber gerade auch von Frankfurt am Main, jetzt über die Frage von neuen bzw. erhöhten Grenzwerten spricht. Dass hier einfach willkürlich Grenzwerte festgelegt werden für CO2, NO2, die, selbst wenn man es mit den amerikanischen, sehr anspruchsvollen Grenzwerten vergleicht, einfach für eine gerade auch Autoindustrie getriebene Wirtschaft, wie wir es haben in Deutschland, völlig unzureichend und völlig unangebracht ist. Also ist ein Weg in die richtige Richtung. Ich glaube aber nicht, dass das ein fundamentaler Wechsel der Politik der Kanzlerin ist. Sie schielt ja irgendwie perspektivisch auf eine schwarz-grüne Koalition in den Ländern, vielleicht auch im Bund. Wir werden sehen, was auf uns zukommt.